Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. Ich bin heute draußen und ich bin gerade aus einem Drehflow, sag ich mal. Ich habe mir hier ein schönes Lager aufgebaut, habe hier perfekt gegessen alles. Und nun nehme ich schnell die Zeit und möchte kurz was vorstellen. Das Video vom Lager wird vorher oder nachher sein. Ich weiß nicht genau, wie ich die hochlade, wie auch immer. Und zwar finde ich etwas, das ist wirklich ein absolut geniales Teil. Und dieses Teil ist etwas für die Nacht. Und zwar ist es die Faltlaterne der Schweizer Armee. Also Faltlaterne Schweizer Armee, es gibt mehrere von diesen Modellen da hier. Ich habe das selber auch gegoogelt und ich war erstaunt, wie viele so diverse Laternen es eigentlich in der Schweizer Armee gab oder gibt. Diese da hier. Ja, es ist eine sehr, sehr bekannte, weil diese in allen Truppengattungen benutzt wurde und im Prinzip für allerlei Beleuchtungen wurde diese Laterne benutzt. Oder wird sie auch noch heute benutzt. Jetzt sagt sie der eine oder andere, ja, warum so speziell? Weil, wie schon der Name sagt, ist eine Faltlaterne. Das heißt, diese Laterne kann ziemlich klein zusammengefaltet werden. Und zwar ist das ein ganz, ich muss sagen, wirklich ausgeklügeltes System. Unten hier beim Boden hat es so einen Schieber, der kann gelöst werden und dann kann man hier das Bodenfach öffnen. Dasselbe hier ist oben ein Schieber und der wird ebenfalls geöffnet. Somit kann man durch die Laterne durchschauen quasi. Und jetzt ist es so, dass es hier, ja, ich muss das nochmal zeigen, hier auf der Seite so geht es raus und dann sieht die Laterne eigentlich so aus. Und jetzt kann man das im Prinzip gar nicht falsch machen. Ja, ich muss das zeigen. So, also es gibt sich. Man merkt es, wie es funktioniert, damit das Ganze zusammengeklappt wird. Dann hier noch so klappen, das so. Und dann ist diese Laterne im Prinzip in diesem flachen Maß zusammengefaltet. Ich muss entschuldigen, wenn ich so bequem liege hier, aber wenn ihr das Video vom Lager seht, wisst ihr warum. Im Moment bin ich wirklich so gemütlich hier, kann ich fast liegend, kann ich jetzt meine Video drehen. Gut, diese Laterne würde eigentlich theoretisch in einem Packbeutel, der fast dasselbe Maß hat, das ist jetzt das ähnliche, aus so Stoff, das sind das Originale. Das Originale hätte auf der Seite noch für eine Ersatzkerze wäre Platz. Also Ersatzkerze, im Prinzip eine Kerze und der Packbeutel, wie es bei Schweizer Armee so üblich ist, so mit einem schönen Zack-Druckverknopf, damit das wirklich auch sauber, perfekt verstaut werden kann. So, jetzt werde ich mal versuchen, die Laterne so aufzubauen, damit man das sieht, im Prinzip wie es funktioniert. Also man klappt das auseinander und hier hat man dann im Prinzip die ganze Laterne. Und hier ist es einfach wichtig, dass man zuerst hier die Seite, ja, jetzt wird es noch schwierig so, dass man hier die Seite so schräg einfädelt, so, und dann mit dieser Bewegung so, dann hält es nachher so, und mit dieser Drehung behält das Ganze. Jetzt nur noch oben Deckel arretieren und schon wäre sie eigentlich stabil, so, nicht aus dem Bild, und unten ebenfalls den Deckel zum Schließen, also den Boden, nicht Deckel. Hier ist es so, da unten dieses System für die Kerze, ich muss gleich schauen, so, hier klemmt man im Prinzip sich die Kerze rein. Ich habe jetzt keine Originale dabei. So, und diese Kerze hält dann im Prinzip tiptop.
Jetzt werden wir unten auch noch schließen. So, und jetzt hat es hier natürlich auch eine Türe, die geöffnet werden kann. Das ist so mit einer Feder, also die geht immer wieder zu. Und hier kann im Prinzip dann die Kerze, wenn man nicht so unbeholfen ist wie ich, gibt man die hier rein, so, und dann hat man hier schön die Laterne mit der Kerze. Wie ich finde, gibt diese Laterne hier wirklich super schönes Licht. Ich muss schauen, ich habe noch irgendwie Fotos, ich werde die mal einblenden. Also hier tiptop, klar, das Foto hält ein bisschen auf noch. Aber sonst muss ich sagen, gibt die wirklich schönes Licht. Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, dass da hier ist. Was ist das für ein Material da hier? Das ist eben nicht, das ist nicht Plastik. Das ist Glimmer. Was Glimmer auch immer sein mag. Ich habe das mal ebenfalls nachgeschlagen, respektive nachgeschaut. Also, das ist irgendeine Kiesel, weiß der Kuckuck was für eine Zusammensetzung. Also, ganz kompliziertes Material, sehr robust. Von dem her, ja, ist das schon, dazu mal wurde das schon benutzt. Und nicht in dem Sinn Plastik, weil ich weiß nicht, die Vorteile habe ich jetzt auch nicht groß rausbekommen. Ich gehe davon aus, das ist weniger feuerempfindlich als Plastik, von dem her passt das. Die Lampe da hier ist seit 1950 im Einsatz und wie gesagt, bis heute wird die noch benutzt. Finde ich eine coole Lampe. Die Originalkerzen, die es dazu gibt, das sind spezielle Kerzen. Ich weiß nicht mehr genau, was die für einen bestimmten Anteil haben, die mehr drin. Ich weiß nicht mehr auswendig, was das für ein Anteil ist. Aber wir haben das getestet, Kollege und ich. Wir haben beide diese Laterne da hier. Er hat normale Kerzen, die man einfach kaufen kann, auf ungefähr gleicher Länge, vielleicht sogar ein Ticken länger. Und ich muss sagen, also meine hat sicher mehr als, also ich sage mal, knapp das Doppelte hat die gebrannt, was eine normale. Von dem her sind die Originalkerzen, man bekommt sie nicht überall, sind auch ziemlich teuer, ist auch nicht nötig im Prinzip. Eine normale Stummelkerze wie hier, die brennt tiptop. Und es gibt von Ikea, gibt es scheinbar auch noch so ein Modellkerze, dass der Originalen sehr, sehr nahe kommt. So, jetzt habe ich schon wieder viel, viel geplappert. Ich habe mir noch die Laterne, ich weiß den Namen nicht mehr, es gibt zwei Modelle mit einer Kerze und mit zwei Kerzen, eine runde, die man so auseinanderziehen kann und die Kerze wird mit einer Feder nach oben gedrückt. Also oben hat man immer im Prinzip die Flamme, die Kerze brennt nicht runter, sondern die Kerze wird im Prinzip von unten nach oben gedrückt mit einer Feder. Ist sicher auch sehr, sehr coole Lampe, die ist auch klein zusammen. Faltbar, man kann zusammenstecken. Ich habe die mal in den Finger gehabt und muss sagen, jetzt unter uns ist mir das Geld nicht wert. Die ist für mich zu teuer. Auch die Kerzen sind zu teuer, weil man muss dann explizit diese Kerzen nehmen. Und die brennen, sie geben zwar auch ziemlich lange, ich glaube auch fast bei 8 Stunden etwas, so mache ich mich nicht haftbar, wo die Kerzen brennen drin. Also in dem her könnt ihr die ganze Nacht die brennen lassen. Die Qualität, ich habe es in den Finger gehabt. Das ist für mich zu filigran. Es ist zu filigran, das ganze System, was ich da, passt mir nicht. Da finde ich hier diese, das ist klar, nicht unzerstörbar, aber das ist Armeeware, ist vom Gewicht her ja nicht viel schwerer und gibt natürlich auch schönes Licht. Von dem her, ich möchte lieber diese Laterne, weil sie kostet eher noch weniger. Sie ist nicht ganz günstig im Moment, weil die Nachfrage hat nicht mehr so viele. Durch das ist der Preis natürlich nach oben. Ich habe die noch relativ günstig bekommen. Ich habe die schon, ja, ich weiß nicht, boah, lass es 20 Jahre sein oder noch mehr, wo ich diese Laterne hier habe. Gut, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.